So, ihr Lieben, willkommen zurück im Fußballmanager 23 beim FC Bayern München. Nachdem wir unser 12-tägiges Trainingslager hinter uns gebracht haben, mit ein paar Testspielen, die wir auch erfolgreich bestritten haben, werden wir jetzt in den Saisonstart gehen. Und zwar haben wir noch ein paar Tage Zeit und dann folgt der Supercup gegen den BVB und dann direkt danach das DFB-Pokalspiel gegen Weiche Flensburg. Ja, wir sind gut drauf. Alles außer die Frische gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie unser Saisonstart hier aussehen wird. Heute ist der 28. und am 3. müssen wir gegen den BVB ran. Das wird natürlich direkt wieder ein schweres Spiel für uns. Und da wäre es nice, wenn wir natürlich direkt gewinnen würden. So, natürlich mal wieder den Jugendspieler entdeckt. Oh ja. 8 von 10 Sterne Talent, Yannick Schamek. 15 Jahre alt, aber guckt euch bitte diese Werte an. Mit 15. Schwache Nerven, trainiert ungern, professionell. Aber trotzdem, mit 15 schon eine 61. Sehr nice. Übernehmen wir auf jeden Fall. Kabadayi ablehnen. Ablehnen. Angebot für George abgelehnt, jawohl. So muss das auch sein. Muss auch ein bisschen an der Form schrauben hier, ne? Die zweite Mannschaft. Kaufangebot für Sieb. Jetzt kommen die ganzen Angebote hier rein. Das hört auch gar nicht auf, habe ich das Gefühl. Alle wollen so unsere jungen Spieler hier haben. Aber es könnte euch gepflegt abschminken. Ja. Die Reserve gewinnt 2-0 gegen Meppen. San Yang fällt aus mit einer Kapselprellung. Nicht schön. Das ist natürlich auch wichtig für die Reserve, ne? Marmin San Yang. Kaufangebot für Roller. Saisoneröffnung. Oliver Kahn wirkt verschnupft. Die Fans geben ihm lautstark Rückendeckung und fordern mehr Vertrauen seitens des Präsidiums. Ja, stark. So, Armin war bester Mann. Dafür kriegt er erstmal ein kleines Lob. Super letztes Spiel. San Yang fällt für 8 Tage aus. Alles klar. Jahreshauptversammlung. Machen wir im Schnelldurchlauf. Wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Ja, ruhig aggressiv. Präsident spricht von einem guten Jahr, dann kündigt er eine Überraschung an. Jetzt kommt's wieder. Er habe den Vertrag mit Sané um 2 Jahre verlängert. Er grinst in ihre Richtung. Wie reagieren sie? Auf jeden Fall klatschen. Sané ist einer der besten Spieler, die wir haben, ne? Ein Fan weist erbost darauf hin, dass die Mannschaft zu unerfahren sei. Ablehnung. Weist erbost darauf hin, dass die Mannschaft total überaltert sei. Ablehnung. Ein Fan fragt, ob sie ihre Abwehr für ausreichend halten. Starke Zustimmung. Wir bedanken uns für ihre Aufmerksamkeit, wünschen eine gute Nacht. Fanbeliebtheit plus 5. Das ist doch nice auf jeden Fall. So, der Vorstand ist auf jeden Fall sehr zufrieden aktuell mit unserer Arbeit. Das freut mich zu sehen. Talent im Jugendcamp entdeckt. Elanga Gehirnerschütterung. Das ist zum Saisonstart natürlich nicht so toll, ne? Ja, fällt Gott sei Dank jetzt nur ein paar Tage aus. Das hätte mich jetzt auch geärgert, weil ich möchte wirklich versuchen, ihn in dieser Saison wirklich ein bisschen auch aufzubauen. Das ist auf jeden Fall einer der Ziele, hatte ich ja schon gesagt, auch die Jungspieler hier ranzuführen an die erste Mannschaft. Und das wollen wir definitiv auch machen, ne? So, Angebot für Collins ablehnen, höchster Formgewinn. Theodor Roller. Alles Gute zum Geburtstag. Na, das ist doch schön. Wilhelm hat Trainingsziel erreicht. Unser bester Jugendspieler hier. Sehr gut. Talent. Das ist aber nichts. Können wir trotzdem gleich nochmal reingehen, mal gucken. Aber da ist auch nichts dabei, ne? Nee, leider Gottes nicht. Dann machen wir jetzt so wenig Jugendspieler da in der B-Jugend, ne? Die Spieler müssten eigentlich immer spielen, ne? Das machen wir dann da. Aber eigentlich, ja, sollen ja auch alle zum Einsatz kommen, ne? Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so, dass ich ihn jetzt zum Beispiel auf rechts immer spielen lasse. Zumal Justo ja auch schon eine Stärke von 75 hat, ne? Der hat sich schon ordentlich entwickelt hier. Aber wir haben da richtig geile Talente drin hier, ne? Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Erstmal in die erste Mannschaft zurück. Spiel gegen Dortmund. Jetzt müssen wir erstmal aufstellen hier. Auf jeden Fall Müller im Tor. Das bleibt auch so. Windahl. So, Davis leider noch verletzt. Sprich, Windahl wird auf jeden Fall von Anfang an agieren. Max und Upamecano. Hernandez leider von der Frische noch nicht so ganz da. Kotschab auch nicht. Wird schon gern eigentlich Hernandez da reinstellen. Pavard könnte ja auch in Verteidigung spielen. Da könnten wir Baku auf rechts stellen eigentlich. Hat noch eine bessere Fitness hier. Bessere Frische und eine bessere Fitness als Hernandez noch.
machen wir das Ganze einfach mal so. Goretzka mal raus, dann nehmen wir Ulrich mit. Das passt. OM natürlich Musiala, das ist vollkommen okay. Auch mit einer 88er Frische ist das in Ordnung. Christopher Scott hat wieder eine bessere Moral als vor ein paar Wochen auf jeden Fall. Das freut mich auch. Der wird natürlich auch seine Einsätze bekommen, ist ganz klar. Und dann haben wir vorne natürlich Robert Lewandowski. Erstmal gehen wir auf die Außen hier. Sané, Odoi, auch nur eine 84. Machen wir mal so. Rechts außen Coman, der ist gut drauf. Wird für Trincao von Anfang an spielen auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Vidovic eine 89, George eine 83, Šeško eine 81, Moukoko eine 87. Also ich denke mal, wir belassen das so, wie es ist. Lewandowski eine 81. Ja, das bleibt erstmal so. Auf jeden Fall. Genau, Thomas Müller bleibt erstmal draußen. Ja, das wird die Anfangself sein. Und dann gehen wir rein in das Spiel hier. Rein in die Saison, rein in das erste wichtige Saisonspiel. DFL Supercup-Finale gegen den BVB im Textmodus. So, jetzt mal Sané über links. Vernascht im Strafraum Meunier und passt dann scharf in die Mitte auf Vidovic, der aus 3 Metern einschiebt. Doch der wendige Kroate befand sich leider im Abseits. Der Treffer wird zu Recht nicht gegeben. Es bleibt beim 0:0. Katastrophaler Fehlpass von Emre Can in der eigenen Hälfte. Er hat da wirklich Glück, dass Lewandowski etwas Überhastes abschließt. Dessen Schuss aus gut 25 Metern geht weit am Tor vorbei. Und Lafont hat keine Gefahr oder der Ball stellt keine Gefahr für den Torwart dar. Jetzt mal Kimmich aus dem Mittelfeld. Liegt schön auf für Robert Lewandowski, aber der verzieht. Doch Coman startet genau im richtigen Moment und rutscht auf dem nassen Rasen zusammen mit dem Ball über die Torlinie. Es steht 0:1. In der 10. Minute für den FC Bayern München. Guter Angriff aus dem Mittelfeld raus. Nach einer schönen Kingsley-Coman-Flanke verlängert Hummels das Leder unglücklich zu Kimmich, der ohne Zögern abzieht. Gosens kommt jedoch mit der Fußspitze noch dazwischen und lenkt den Ball mit Glück zur Ecke. Kimmich tritt die Ecke natürlich. Can klärt zunächst, dann gewinnt Hummels einen Zweikampf gegen Vidovic und befördert den Ball vor den Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Musiala, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Robert Lewandowski steht allerdings passiv im Abseits, aber Lafont lässt sich nicht beirren und hält den Ball fest. Weiterhin 0:1 nach einer Viertelstunde. Ist gut Dampf hier drin auf jeden Fall im Spiel. Jetzt mal der BVB. Ecke von rechts, Reyna. Pavard klärt zunächst, dann gewinnt Vindal einen Zweikampf gegen Neuhaus und befördert den Ball vor den Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Haaland, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Malen steht in der Schussbahn und fälscht den Ball mit der Hacke ab. Florian Müller ist aber leider chancenlos. Aber der Ball kullert Gott sei Dank um Zentimeter am Tor vorbei. Glück für uns diesmal. Und jetzt wieder der BVB. Neuhaus spielt da sehr mannschaftsdienlich mit einem Pass zu Ünüvar. Statt selbst zu schießen, der Nationalspieler verzieht überhastet, doch Malen kommt irgendwie noch an den Ball und ja, schießt ihn in das lange Eck über die Torlinie. 1:1. So, was haben wir jetzt hier? Sensationeller Abschlag in Berlin. Weiter Abschlag von Torhüter Müller. In der 24. Minute. Lewandowski nimmt den Ball mit und ist plötzlich durch. Gewaltschuss mit einer Glanzparade, aber kann Lafont den Ball gerade so von der Linie kratzen. Guter Schuss von Lewandowski in dieser Szene. Glanzparade an dieser Stelle von Alban Lafont. So, für 10 Sekunden sind hier 2 Bälle im Spiel und um beide wird ernsthaft gekämpft. Das zeigt die Bedeutung des Spiels. Aber Bayern Dortmund ist sowieso immer hitzig, ne? Nochmal eine Ecke von links. Kimmich führt die Ecke aus, bekommt den Ball wieder zurück und darf vom Strafraumeck ungehindert flanken. Der Ball segelt durch den 5-Meter-Raum bis zu Lewandowski, der den Kopfball aber nicht richtig drücken kann. Leider knapp drüber. Bleibt beim 1:1. Hummels hindert Coman erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Ein weiterer Eckball von rechts. Wieder Kimmich. Tolles Luftduell am kurzen Pfosten zwischen Lewandowski und Can, der nach einer Ecke von Kimmich. Am Ende kann sich Can aber durchsetzen und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch bereinigen. Weiterhin 1:1 nach etwas über einer halben Stunde. Haaland an der Strafraumgrenze, doch leider steht er im Abseits. Und die Chance ist damit vertan. Eine hohe Flanke von der linken Seite durch Sané köpft Gabriel Vidovic in das schwarz-gelbe Tor. Er springt dabei aber den Torhüter hinein und befördert ihn gleich mit ins Gehäuse. Schiedsrichter Schilling gibt den Treffer zu Recht nicht. Nach einer schönen Coman-Flanke verlängert Hummels das Leder unglücklich zu Lewandowski.
der ohne Zögern abzieht. Can bekommt jedoch noch die Fußspitze dazwischen und lenkt den Ball zur Ecke. Glück für den BVB. Man merkt schon, wir werden ein bisschen stärker hier langsam, ne? Ecke von Kimmich, köpft Coman aus 7 Metern zentraler Position weit drüber. Wir drücken hier auf jeden Fall auf das zweite Tor. Aber der BVB ist auch ganz gut drauf. Klasse Diagonalpass von Reyna zu Gosens, der den Ball auf dem linken Flügel vor der Grundlinie erreicht und Zeit hat, auf den sprintenden Guendouzi zu warten. Millimetergenau fliegt die Vorlage auf den Kopf des technisch versierten Franzosen, der aus 11 Metern aber wuchtig nur neben das Tor köpft. Kimmich legt diesmal wieder auf für Lewandowski, aber der verzieht. Da muss einfach der erfahrene Routinier mehr draus machen in der 43. Minute, eine Minute Nachspielzeit. Und dann ist Halbzeitpause. War eine ganz ordentliche erste Halbzeit, muss ich sagen. Ich denke, dieses 1-1 geht erstmal okay, geht erstmal in Ordnung. Obwohl wir mehrere Chancen hatten, die bessere Mannschaft auch waren, finde ich. Wir hätten das 2-1 auch schon erzielen können. Wir hatten genug Chancen. Die Chancen müssen auf jeden Fall besser genutzt werden in der zweiten Hälfte. Wir gehen erstmal unverändert in die zweiten 45 Minuten. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Haaland wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Wer weiß. Ecke von rechts. Reyna. Jamal Musiala geht entschlossen dem Ball entgegen und erreicht diesen vor Malen. Per Kopfball kann er so eine Ecke von Reyna oder kann er die Ecke von Reyna klären. Geht es schon wieder gut los hier, ne? Florian Neuhaus sucht Reyna, trifft den Ball nicht richtig, vollkommen unkontrolliert. Gelangt die Kugel dennoch zu diesem, aber der fleißige Amerikaner kann den Ball trotzdem stoppen und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus 7 Metern an Florian Müller, der hier eine Glanzparade zeigt. Sehr, sehr gut, auch wichtig für ihn. Ein paar gute Bälle hier schon rausgeholt. Am Gegentor hat er natürlich keine Chance gehabt. Haaland jetzt schießt den Ball aus 23 Metern. Florian Neuhaus bringt den eigentlich harmlosen Ball noch seine Rübe heran. Müller, der schon auf dem Weg in die andere Ecke ist, muss aber auch nicht eingreifen, denn der Ball geht einige Meter am Tor vorbei. Und 60 Minuten sind jetzt gespielt. Da wollen wir nochmal auswechseln. Auf jeden Fall im Sturm. George mal rein für Vidovic. Und Coman, da geht mal Odoi rein. Da können wir auch Sané auf rechts mal packen, Odoi auf links. Odoi für Coman in der 66. Minute und Kaio George für Vidovic als gleichwertigen Stürmerersatz. So, knapp 20 Minuten noch reguläre Spielzeit. Gelbe Karte für Max, ist mit einer Ermahnung nach dem Foul nicht einverstanden und teilt dies dem Schiri auch deutlich mit, der daraufhin die gelbe Karte zieht. Der FC Bayern hat jetzt Platz und verliert keine Zeit. Musiala schaut kurz nach rechts und passt dann geschickt auf Odoi auf den linken Flügel. Der wendige Stürmer schüttelt seinen Gegenspieler mit einem Übersteiger ab und flankt sofort in die Mitte, wo Lewandowski lauert. Dann aber seinen Kopfball nicht richtig drücken kann. Der Ball streicht knapp über die Latte. Lafont hebt die Hand. Aber eine gute Möglichkeit hier, auch wieder zum 2-1. Wir sind dran. Jetzt wieder. Kimmich setzt sich im Strafraum gegen zwei schwarz-gelbe Verteidiger durch und wird eigentlich elfmeterreif gelegt. Schilling lässt Vorteil laufen und aus dem Hintergrund kommt Musiala, der den Ball aus 12 Metern in die Maschen jagt zum 2-1. Endlich. Endlich. Es war eigentlich abzusehen, ja. Musiala belohnt sich. Kimmich macht ein ganz, ganz starkes Spiel auf der Zentralen. Da ein bisschen als Spielmacher. Richtig stark. Ich hoffe, dass wir es halten können. Dortmund wechselt jetzt erstmal aus. Hazard kommt für Haaland. Brandt kommt für Guendouzi. Und die 74. läuft. Eine scharfe Hereingabe von Sané. Ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Lafont ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. Und bereinigt diese Situation. Reus kommt jetzt auch für Univar. Positionstreu. Treu im offensiven Mittelfeld. Ecke von links. Über Hazard. Marco Reus versucht sich da gegen Max mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Und es gibt folgerichtig Freistoß für den FC Bayern. Nach einer schönen Kombination, einem Pass von Reus, verpasst Malen nur knapp sein zweites Tor an diesem Tag. Dortmund wird nochmal stärker, man merkt es. Fast ein Traumtor von Neuhaus. Nach Doppelpass mit Malen kommt der fleißige Mittelfeldspieler in zentraler Position vor dem Strafraum zum Schuss. Mit einem herrlichen Heber überlistet er Torhüter Müller, aber der Ball fliegt Zentimeter über die Latte. Ja, ein bisschen Pech für den BVB in dieser Situation. Das wäre fast noch der Ausgleich wieder gewesen. Die 80. Minute läuft.
Odoi jetzt nochmal, setzt sich auf der linken Seite durch, flankt auf Sané. Der kann den Ball leider nicht richtig kontrollieren und Lafour geht dazwischen und hat somit die Situation bereinigt. Eigentlich müssten die Münchner jetzt den Ball ins Aus schlagen, da Reus verletzt im Mittelkreis liegt. Aktuell spielen sie aber einfach weiter. Ein guter Angriff der Schwarz-Gelben jetzt über rechts. Max kann die Hereingabe aber von Meunier mit der starken Aktion klären. Scharfe Meunier-Hereingabe Richtung Malen nochmal. Aber wieder Max, der den Ball hier klärt. Thorgan Hazard zieht von der rechten Seite nach innen und ballert den Ball einfach mal auf den kurzen Pfosten. Aber Florian Müller ist da und hält den Ball in der 89. Minute. 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt könnte echt mal langsam hier Schluss sein. Da ist er auch, der Schlusspfiff. Viele Chancen mit gesundem Offensivfußball. Das erfreut natürlich die Fans und auch mich. Denn wir haben ja gegen den BVB gewonnen und unseren ersten Titel in dieser Saison eingefahren. Meine Freunde, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Kimmich richtig stark auf der zentralen Position, also unersetzlich aktuell. Martiala auch stark gespielt. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit den Jungs. Ja, Coman ein Tor gemacht, Musiala ein Tor gemacht. Am Ende gehen wir hier als Sieger vom Platz und nehmen diesen Titel mit durch die Saison. Da ist er. DFL Supercup-Triumph des FC Bayern München am 3.8.2024. Der schöne Pokal hier. Jawohl, das wird uns selbst Vertrauen geben für die kommenden Aufgaben. Angebot für St. Yang lehnen wir ab auf jeden Fall. Christopher Scott kommt zu spät zum Training. Das finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Moral ist auch schon wieder katastrophal, ne? Warum ist die Frage? Warum? Vielleicht versuchen wir doch nochmal den auszuleihen. Christopher Scott. Haben wir noch auf der Leihliste hier, ne? Spieler anbieten, aber es ist auch kein Verein interessiert, ne? Ja gut, muss er mit klarkommen jetzt hier, ne? Muss er mit klarkommen, ganz einfache Kiste. Das ist so. Er wird seine Spiele bekommen, auf jeden Fall. Vielleicht schon jetzt im nächsten Spiel gegen Weiche Flensburg, dass wir ihn da mal starten lassen. Im Pokal, das wird schon wieder. Ne? Er ist in einer guten Form. Ich weiß nicht so recht, warum er so frustriert ist. Möchte den Verein verlassen. Möchte in dieser Saison zumindest einige Matches spielen, möchte im Training gefordert werden. Ja, möchte den Verein verlassen. Das ist ja schön und gut, aber wir wollen ihn ja nicht abgeben. Ne? Hat noch 2 Jahre Vertrag. Also, da geht auf jeden Fall nichts. Den geben wir auch nicht ab. Gut, Freunde. Dann war es das erstmal für diese Folge. Ja, wir haben das Spiel gemacht, was wir machen wollten gegen den BVB im Supercup. Da haben wir gewonnen mit 2-1. Ein sehr guter Start gewesen für uns. Nächste Folge auf jeden Fall das DFB-Pokalspiel gegen Weiche Flensburg und dann die Saisoneröffnung gegen Frankfurt. Schaltet wieder ein. Ich hoffe, euch hat das Spiel hier auch gefallen gegen die Dortmunder. Das war sehr, sehr aufregend. War von beiden Seiten auf jeden Fall ein gutes Spiel. Wir haben uns am Ende durchgesetzt. Nehmen den Pokal mit durch die Saison und da freue ich mich, dass wir hier so gut gestartet sind. Genau, ich freue mich auf die nächste Folge. Schaltet wieder ein, seid mit dabei. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.